Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deinem Bruder. Heute gibt es ein Video, das ich schon länger überlegt habe, ob ich es machen soll. Ich möchte euch erst einmal für das danken, was in den letzten Monaten, Wochen und Jahren hier los war, auf diesem YouTube-Kanal. Ein riesen Dankeschön an alle, die mir auf diesem Weg zur Seite standen. An alle, die mich unterstützt haben. Es war eine wunderbare Zeit bis hierhin. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und vor allem die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Eine Geschichte, eine eigene Welt, die ich euch gezeigt habe, die ich geschaffen habe, die so vielen Menschen offensichtlich Freude bereitet. Vor allem in diesen letzten Wochen und Monaten ist die Resonanz noch einmal deutlich gewachsen. Die Walross-Edition hat viele neue Zuschauer gewonnen. Mein Kanal hat sich innerhalb der letzten Jahre viel entwickelt. Doch gleichzeitig mit dem Kanal, der nach und nach immer besser wird, der höhere Level erreicht, steigt auch der Druck, den ich dabei habe, zu drehen. Die Leute erwarten guten Content. Gleichzeitig erwarten sie, dass der Content schnell kommt. Meine Hörspiele sollen qualitativ bleiben, wie sie sind. Sie sollen häufig kommen. Es ist wirklich eine schwere Sache, das wirklich so umzusetzen. Und vor allem, nachdem diese Resonanz und die Nachfrage nach mehr in den letzten Wochen, Monaten so sehr gestiegen ist, der Druck so gewachsen ist, habe ich mich entschieden, dass es Zeit ist, dieses Video hier zu drehen. Denn es ist auch privat einiges passiert für mich in den letzten Wochen und Monaten. Und vielleicht kennt ihr solche Zeiten auch. Es gibt einfach Zeiten, in denen man alle Hoffnung verliert. Man ist ausdauernd, aber die Qualen dauern länger. Man zeigt Geduld, wartet aber vergeblich. Man ist gerecht und wird verleumdet. Man ist ehrlich und wird belogen. Man ist hilfsbereit, aber wird im Stich gelassen. Man ist mutig, aber wird heruntergezogen. Kann man in solchen Zeiten entschlossen bleiben oder lässt man sich vom Hass überwältigen? In solchen Zeiten ist es manchmal Zeit, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Es wird Zeit für ein anderes Leben. Oder wie der Engländer sagen würde, another life. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4. Another life. Ja, ich weiß, diese Ansage jetzt bisher war vielleicht für manche, es kam sehr seltsam rüber. Ihr wisst, ich überdramatisiere sehr gerne Dinge. Ich meine, denkt an die Ankündigung der Walross Edition 2. Ich verarsche euch gerne. Ja, der Druck ist groß und er wächst auch immer noch. Aber es ist das, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe meinen Spaß dran. Und vor allem habe ich in den letzten Monaten und Wochen viel geschrieben. So, dass ich euch heute und hier die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 offiziell ankündigen kann. Das war hoffentlich ihr gerade. Ja, ich möchte hier in diesem Video nicht so viel darüber reden. Es soll wirklich nur diese Ankündigung geben. Und zwar das vierte Hörspiel der größten Saga auf meinem Kanal, des wohl beliebtesten Projektes, wird seine Premiere haben. Die erste Folge wird veröffentlicht an Samstag, dem 18. Juli 2022. In knapp über einem Monat. Ich hoffe, viele von euch an diesem Tag zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit mit der Walross Edition in Doom, mit der Randomizer, mit Smash Bros., auch natürlich mit anderen Dingen als meinem Kanal.
Wer vielleicht noch nicht abonniert hat, die Walross-Edition gerne guckt, aber kein Abonnent ist, davon gibt es auch sehr viele, lasst doch ein Abo auf diesem Kanal da. Es unterstützt, motiviert und garantiert euch keine Folge des neuen Hörspieles zu verpassen. Ich hoffe, ihr seid bereit für die mit Abstand größte Walross-Edition aller Zeiten.